True Crime Tuesday, was geht ab, meine Freunde? Wir sind mal wieder back on the track, back on the Stockport, meine Freunde. Wir sind hier bei Insolito, meinem Arbeitgeber. Mysteriöser Tod. Wurde sie von einem Stalker getötet vor 7 Tagen? 129.000 Aufrufe. Das ist die Question. Das ist die Question. Insolito, Patreon in der Beschreibung. Ich schätze mal, Sponsor auch in der Beschreibung. Insolito. Morgan Ingram wächst in einer idyllischen Kleinstadt auf. Sie lebt bei ihren Eltern und genießt jeden Tag mit ihrer Familie, bevor bald das neue Semester startet. Okay. Nie hätte sie geahnt, dass ihr glückliches Zuhause bald zu dem Ort werden würde, der ihr am meisten Angst einjagt und an dem sie sich am unsichersten fühlt. Mimone, danke schön. In der Dunkelheit der Nacht treibt sich ein Fremder umher, der morgen auf Schritt und Tritt verfolgt und sich nicht zu erkennen gibt. Das ist aber nicht der, das ist jetzt die Polizei, die ihn verfolgt, oder was? Bis eine Schicksals... Ist das eine Maske? ...hafte Nacht im Dezember 2011 plötzlich alles verändert. Also erinnert mich an den TV-Mann, an den TV-Headman. Kennt ihr den? TV-Headman, haben wir das nicht gesehen bei Kyo? Kyo Can't Sleep? Der Typ da, why is this person leaving old TVs on doorsteps? Der ist da immer hingegangen und dann hat er irgendeinen TV platziert und dann ist er wieder gegangen. Also es war einfach... 2019 als Gibby die Toilet. Aber der Typ hat gesagt, das ist einfach nur ein Prank gewesen. Aber mit so einer Maske herumzulaufen, das wäre crazy. Kennt ihr diese Latex-Masken, die man sich so drüber ziehen kann? Ich schwöre, ich würde so gerne eine bestellen, einfach nur als Test. Da könntest du in der Öffentlichkeit rausgehen mit so einer Maske, mit so einem Fake-Gesicht drauf. Das wäre so sick. Aber schwitze safe drunter, ne? Die Zuschauerschaft von Insolito besteht mehr als zur Hälfte aus Frauen. Genau wie wirklich wahr. Das Team hinter dem Kanal. Und von denen gibt es heute eine coole Empfehlung für euch. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von The Female Company gehört. Habe ich gehört. Die Firma ist vor allem für ihre bahnbrechende Periodenunterwäsche in Bio-Qualität bekannt. Die Produkte von The Female Company bestehen alle aus Bio-Baumwolle. Es sind keine Biozide oder Schadstoffe enthalten und die Teile liegen total angenehm auf der Haut an. Okay, ihr könnt bestellen, was ihr wollt, aber wenn ihr diese Farbe hier auswählt, dann deabonniert. Na, Spaß. Sehr cool, sehr cool. Schaut bei der Female Company vorbei. Haben wir vorhin schon bei Jasmin Gnu gesehen. Die machen jetzt gerade ordentlich Werbung, ne? Aber das ist ja cool, wenn du so ein Produkt hast, was du sonst kaum wirklich erwerben kannst. Isolito Periodenunterwäsche vor GTA 6. Genau. Der Tod von Morgan Ingram. Am 1. Dezember 2011 kehrt die 20... Ah, scheiße, es ist wieder laut. Ah, sorry. Jetzt habe ich zurückgespult. Am 1. Dezember 2011 kehrt die 20-jährige Morgan Ingram am frühen Abend nach Hause zurück. 2011. Sie hat den Tag bei Freunden verbracht und hofft nun zu Hause etwas Ruhe zu finden. Das Wetter draußen ist ungemütlich und Morgan ist müde und gestresst von den letzten Tagen. Kaum zu Hause angekommen, geht sie direkt in ihr Zimmer, schließt die Tür und legt sich ins Bett. Mhm. Ihr Vater Steve bemerkt, dass es ihr nicht gut geht und geht zu ihr, um mit ihr zu reden. Die beiden sprechen lange über alles, was sie belastet und was in letzter Zeit vorgefallen ist. Morgan sagt ihm, dass sie ihn liebt und geht anschließend schlafen. Es ist das letzte Mal, dass sie miteinander sprechen und das letzte Mal, dass er seine Tochter lebend sieht. Wurde sie entführt? Morgan schläft in ihrem Bett ein, während ihre Eltern im Wohnzimmer sitzen, SMS schreiben und sich schließlich für die Nacht fertig machen. Tony, Morgans Mutter, wacht auch bald darauf auf und geht zuerst in Morgans Zimmer. Wenige Augenblicke später kommt sie in die Küche und sagt, irgendetwas stimmt nicht, ich kann Morgan nicht aufwecken. Steve läuft in das Zimmer seiner Tochter und rüttelt an Morgan, aber sie reagiert nicht. Ihre Augen sind weit geöffnet und schwarz. Als er ihre Decke wegzieht, sieht er, dass sie in einer seltsamen Position liegt. Ihre Arme sind verdreht und sie hat Blut auf ihrer Stirn, eine aufgeplatzte Lippe und eine geschwollene Nase. Ihre Augen sind schwarz? Panisch rufen. Vergiftet? Aber warum sollte sie dann Blut haben? Vielleicht hat sie Blut gespuckt? Oder jemand hat sie geschlagen und ihr dann quasi eine Tablette, irgendein Gift oder so? Die Augen sind schwarz. Morgens Eltern den Notruf und versuchen verzweifelt, ihre Tochter wiederzubeleben. Doch es ist zu spät. Ach so, oder Augen schwarz, so wie wenn du dein Auge schlägst, dass das dann so anschwillt? Morgan ist bereits lange tot. Die Sanitäter sind erschüttert. Sie können nur noch den Tod der 20-Jährigen feststellen. Eine bedrückende Stille legt sich über das Haus der Familie Ingram. Morgans Eltern sind völlig verzweifelt. Sie möchten wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Morgans Leiche wird in die Gerichtsmedizin gebracht und dort untersucht. Die Obduktion wird von Dr. Kurtzman durchgeführt.
17 Tage nach Morgans Tod steht das Ergebnis fest. Boah, ich dachte gerade, er sagt dann, der Obduktionsmensch stirbt auch. Sie starb an einer akuten intermittierenden Porphyrie, einer seltenen Enzymstörung, die Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit und schwere Herzprobleme auslösen kann. Okay. Gliederschwäche oder Schmerzen, Angst, Verwirrtheit, Übelkeit, Erbrechen, Haut lässt Läsionen an sonnenexponierten Stellen. Aha. Doch Morgans Ärzte widersprechen dieser Diagnose vehement und betonen, dass sie diese Krankheit nicht hatte. Dr. Kurtzman ist jedoch nicht bereit für Gespräche und bleibt bei seinem Ergebnis. Bis er 8 Monate später die Todesursache nach weiteren Tests auf Suizid ändert. Morgan soll durch eine Drogenüberdosis gestorben sein. Wie kann das nicht auffallen? Morgans Eltern glauben kein Wort der Obduktionsergebnisse. Für sie ist klar, dass ihre Tochter ermordet wurde. Und sie meinen auch zu wissen, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Aber um das zu verstehen, müssen wir ein wenig in der Zeit zurückgehen. Glaubt ihr, der Gerichtsmediziner war in on it? Ich weiß nicht, wie viel man verdient als Gerichtsmediziner oder als Obduktionist oder wie auch immer. Aber du wirst safe genug verdienen, als dass du auch nicht bestechlich sein wirst. Ich glaube nicht, dass der Typ, dass irgendein Gerichtsmediziner einen Anruf erhält, yo, by the way, ich habe diese Person getötet, die du jetzt obduzieren wirst, und du wirst einfach sagen, dass das irgendeine Krankheit war und ich gebe dir so und so viel Geld. Oder er wurde bedroht. Das kann auch sein, aber warum sollte das dann später ändern? Oder er ist einfach lost. So spät Todesursache ändern ist schon sass. Ich schätze mal, das wurde dann neu aufgerollt oder so, aber ich meine, das sollte eigentlich nicht passieren können. Morgan Ingram wird am 16. August 1991 in Colorado geboren und wächst auf der Ranch ihrer Eltern in Old Snowmass auf, zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Die Familie hat eine sehr enge Bindung. Besonders ihren Vater liebt Morgan sehr. Sie ist ein richtiges Papa-Kind. Und auch als sie älter wird, bleibt Steve ihr Beschützer und ihr großes Vorbild. In Snowmass ist es sehr friedlich. So sehr, dass die meisten Einwohner weder ihre Autos noch ihre Häuser abschließen. Auch die Ingrams fühlen sich sehr sicher und können sich nicht vorstellen, dass hier etwas Schlimmes passieren könnte. Morgan besucht erst die Aspen Community School und anschließend die Aspen High School. Das sind diese Orte, wo du dann irgendwelche CCTV-Footages findest von Leuten, die vor ihr Haus gehen und da ist da auf einmal ein fucking Elch oder sowas oder ein fucking Bär oder so. Bist du, ich würde mich da anschauen. Aspen High School. Sie knüpft einige Freundschaften und wird für ihre warmherzige Art geliebt. Morgan ist eine sanftmütige Person, die Drama vermeidet und von ihren Eltern als eine alte Seele beschrieben wird. Ihre Mutter schreibt über sie auf ihrem Blog. Sie ist Fotografin, Künstlerin, Schriftstellerin und Balletttänzerin, spielt gerne Klavier, singt und lacht viel. Sie findet Freude an einfachen Dingen wie dem Backen von Leckereien für Freunde und Familie oder dem Beobachten des Sonnenaufgangs. Morgan umgibt sich mit Farben und liebt Philosophie, Yoga und Meditation sowie jedes Tier, das ihr begegnet. Sie bringt sich selbst das Klavierspielen bei, häkelt, strickt und näht. Ständig lächeln lernt sie gerne neue Dinge und bastelt viel. Sie bringt sich selbst weitere Sprachen bei, zuerst Französisch und dann Litauisch. Bist du deppert? Litauisch ist schon sehr spezifisch. Sie findet immer Zeit für ehrenamtliche Arbeit und die Arbeit mit Kindern. Wie viele Einwohner hat Litauen? Zahlt sich das überhaupt aus? Ich glaube, wenn ich eine Sprache lernen würde... Ich hatte damals in meiner Schule Russisch, aber was auch spannend wäre, wäre Spanisch. Spanisch ist safe. Mit einer der wichtigsten Sprachen so. Morgan tanzt leidenschaftlich gerne und liebt es zu fotografieren. Ihr Traum ist es, eines Tages an die Law School zu gehen, um Jura zu studieren. Aber sie kann sich auch vorstellen, Fotografin zu werden. Im Jahr 2011 hat Morgan 2 Jahre College mit einem Associate of Arts Abschluss abgeschlossen. Oh. Da sie sieht, dass einige Verwandte und Freunde trotz eines hohen Abschlusses Probleme bei der Jobsuche haben, beschließt Morgan ihren Wechsel an die Universität zu verschieben. Zur Sicherheit möchte sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin machen und anschließend 2 weitere Jahre das College besuchen, um dann den Law School Admission Test abzulegen, um Jura zu studieren. Ist es zu laut? Diesen Plan schreibt sie detailliert in ihrem Tagebuch auf und notiert sich sogar schon die Ergebnisse, die sie im LSAT benötigt. 5-mal die Woche geht Morgan Ballett tanzen. Es ist für sie die perfekte Möglichkeit, aus der stressigen Welt zu flüchten und all ihre Sorgen hinter sich zu lassen. Morgan hat einen Kater namens Mogwai, den sie abgöttisch liebt und der immer auf sie wartet, wenn sie nicht da ist.
Im Juni 2011 reist sie nach Kauai und im Anschluss besucht sie ihre Pateneltern und arbeitet für ihre Schwester in Kalifornien. Anfang August kommt sie mit ihren Eltern zurück nach Colorado. Komm, jetzt mal. Auf dem Weg haben sie Willa May abgeholt, ein Australian Shepherd, morgens neuen Welpen. Die 19-Jährige ist glücklich wieder zu Hause sein und freut sich darauf, Zeit mit Freunden zu verbringen, mit ihrem Welpen in den Park zu gehen und einfach zu entspannen, bevor sie ab Herbst wieder das College besucht. Okay, wegen Stalker. Glaubst du irgendein Ex-Freund? Weil ich würde davon ausgehen, es ist irgendein Ex-Freund. Irgendein Ex-Freund oder irgendjemand, der halt einen Crush auf sie hatte. Eins von den beiden, auf jeden Fall. Sie behandelt ihren Welpen wie ihr eigenes Baby und gibt jeden Cent, den sie verdient, für Spezialfutter oder Spielzeug aus. Wheeler begleitet sie auf Schritt und Tritt und die beiden sind schnell unzertrennlich. Morgan ist wahnsinnig glücklich und genießt jeden Tag des Sommers in vollen Zügen. Doch dann ändert sich alles. Sie lernt jemanden in dem Yogakurs kennen und der verliebt sich in sie, aber sie hat keinen Bock drauf und er denkt sich, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf es niemand. Seit einiger Zeit scheint Morgan einen Schatten zu haben. Jemand, der ihr folgt und sie aus der Dunkelheit beobachtet. Ihre Eltern vermuten später, dass dieser Unbekannte sie schon lange verfolgt hat, bevor er sich das erste Mal bemerkbar gemacht hat. Die erste unheimliche Begegnung bleibt Steve und Tony dennoch in Erinnerung. Es ist der 2. August 2011. Morgan fährt nach Carbondale, um ihren Freunden ihren neuen Welpen zu zeigen. Als sie am Abend nach Hause kommt, geht sie als erstes ins Badezimmer, um zu duschen. Nachdem sie sich ausgezogen hat, hört sie plötzlich ein Klopfen am Badezimmerfenster. What the fuck, Bro? Am Badezimmerfenster. Wen lang schön. Ich wäre halt dann so naiv und ich würde mir denken, ja, okay, das ist dann entweder die Polizei. Oh, ich weiß nicht. Also ich würde nicht aufmachen. Ganz klar nicht, ne? Da war doch letztens, ich war gerade eben dabei, ein Video aufzunehmen. Da hat hier einfach jemand geklopft. Da hat noch nie jemand geklopft, Bruder. Und ich habe gerade so überlegt, was soll ich jetzt machen? Soll ich so hingehen zur Tür oder nicht? Und dann habe ich so durch das Kuckloch, was da ist, habe ich so geschaut und dann war der gerade eben wieder weg. Das war irgendein Mann und ich habe, keine Ahnung, ich habe dann einfach danach herumgeschrien. Was geht ab, ihr? Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt hat er sich gehört, also ich dachte, what the fuck ist mit dem? Dann würde ich in der Dusche bleiben. Ja, was ist das Smarteste, was du machen kannst? Aber wenn du die Vorhänge zu hast und der klopft einfach nur, du könntest so rufen, was geht ab? So, weißt du, was ich meine? Und dann kann er vielleicht so zurückrufen, so, hallo, ich brauche Hilfe und... Ja, aber auch dann will ich nicht aufmachen. Ach, ich weiß es nicht, Das Fenster ist aus verdunkeltem Glas, sodass man zwar nicht hineinsehen kann, aber Schatten und Licht von außen erkennbar sind. Okay. Morgan erschrickt, denkt aber, dass es nur ein Ast oder ein Vogel ist und ignoriert das Geräusch. Erst Tage später, als sich die Ereignisse häufen, erzählt sie ihren Eltern davon. Ja. Am nächsten Abend kommt Morgan gegen 23.30 Uhr nach Hause. Aber was hatte er sich auch erhofft? Wollte der sie direkt töten, oder? Sie geht in ihr Zimmer und hört nur wenige Minuten später Klopfgeräusche an ihrem Fenster. Es ist so dunkel draußen, dass sie niemanden sehen kann. Dennoch wird sie das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Es beunruhigt sie so sehr, dass sie am 5. August ihrer Mutter davon erzählt. Bro, also jetzt ohne Spaß, wenn mir das passiert, wenn ich zum zweiten Mal ein Klopfen habe, dann schlafe ich aber mit meiner Waffe in meinem Bett. Das ist mir egal. Da kommt er rein, bricht bei mir ein und sowas, ich erschieße ihn halt. Na und, dann ist er halt tot. Da es bereits dunkel ist, beschließen ihre Eltern am nächsten Tag draußen nachzusehen, was die Geräusche verursacht haben könnte. Doch im Umkreis von Morgens Fenster gibt es keine Pflanzen oder Bäume, die das Klopfen verursacht haben könnten. Morgan beschließt sich später am Abend mit Freunden zu treffen, um sich abzulenken. Als sie an diesem Abend wieder zu Hause ist, hört sie innerhalb von 15 Minuten nach ihrer Rückkehr und dem Zu-Bett-Gehen erneut das Klopfen. Ihr Vater und ihre Mutter rennen nach draußen, um die Person zu erwischen, sehen aber nichts. Vielleicht sind sie zu langsam oder es gibt... Okay, das ist das Haus... Der kann da halt easy hier hinten über den Feldweg, kann er hier so abhauen. Und der läuft dann nur so 20 Meter und dann ist er schon hinterm Baum. Es ist in der Dunkelheit, da hinten gibt es keine Laternen, der ist weg, den siehst du nicht mehr. Es gibt einfach zu viele Versteckmöglichkeiten. Das Haus der Ingrams ist von vielen Büschen und auf der Rückseite von hohem Gras umgeben. Ja. Es ist also durchaus denkbar, dass sich irgendwo jemand versteckt gehalten hat.
Die Familie geht nun erstmals von Stalking aus und beginnt Pläne zu schmieden, wie sie den Fremden erwischen können. Dabei kommt ihnen eine wichtige Frage in den Kopf. Wie weiß der Stalker immer genau, wann morgen nach Hause kommt? Denn das Klopfen hat jedes Mal kurz nach ihrer Ankunft begonnen. Entweder er wartet die ganze Zeit dort oder er hat einen Tracker auf ihrem Auto. Oder er ist einer von den Freunden. 7. August. Das wäre auch nicht möglich. Oh ja, 15 Minuten, nachdem sie da zu Hause angekommen ist. Okay, sie chillt bei irgendwelchen Freunden oder bei einem Kollegen, der sagt, ja, passt, tschüss, hat mich gefreut, und dann fährt er ihr direkt hinterher. Oder Nachbar, maybe. Nick Quiz, danke schön. 2011 kommt morgen von einem Freund nach Hause und beschließt, im Badezimmer ihrer Eltern zu duschen. Sie denkt, es sei sicherer, dass es auf der anderen Seite des Hauses liegt. Als sie sich gerade im Bad auszieht, merkt sie, dass das Badezimmerfenster etwa 1 Zentimeter geöffnet ist. Sie bekommt ein ungutes Gefühl und möchte es schließen, als plötzlich jemand von außen mit der Faust dagegen schlägt. Bro. Morgan rennt mit einem Handtuch um den Körper ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Steve läuft sofort nach draußen, kann aber niemanden mehr sehen. Stundenlang sucht er die Umgebung und Nachbarschaft ab, ohne etwas zu finden. In dieser Nacht schläft Morgan zum ersten Mal im begehbaren Kleiderschrank ihrer Eltern. Eine unbequeme Nacht, der noch viele weitere folgen werden. Auswandern. Also ich bin gerade am Überlegen, du könntest Folgendes machen. Du könntest an alle Fenster irgendwelche Stahlgitter oder sowas montieren. Aber auch das kostet erstmal wieder Geld. Das schaut natürlich scheiße aus. Und das dauert auch wieder ein paar Wochen oder sowas, bis das gemacht wird. Auf jeden Fall eine Pistoletta holen, damit ich dem schön ins Gesicht schießen kann und so. 100%. Der Polizei melden. Ich glaube nicht, dass die Polizei dann so patrouillieren wird oder so, aber... Ding, Überwachungskamera, wollte ich auch gerade sagen, ne? Dass der auch schön weiß. Und am besten, naja, der wird ja auch von dem Hund wissen. Aber der Hund allein ist ja auch schon gut, ne? Schrotflinte und so, ja, klar. Alarmanlage, Riegel, Morgan bekommt Stressausschlag im Gesicht und auf der Brust. Sie hat starke Angst vor dem Unbekannten, der nun scheinbar täglich in der Dunkelheit vor ihrem Haus zu lauern scheint. Kaiser denkt wie ein richtiger Armee. Das Ding ist halt, die weiß ja auch gar nicht, wer das ist. Die weiß auch nicht, warum der das macht. Die hat keine Ahnung, warum der das macht. Und das Ding ist, ich will es ja auch nicht herausfinden. Spätestens, wenn er reinkommt in mein Haus und ich fühle mich lebensgefährlich bedroht, das kannst du natürlich in Deutschland nicht machen, zum Beispiel. Ne? Da musst du das verhältnismäßig machen. Wenn der dann einbricht... Jesus Christus spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Da ist schon Jesus Christus. Wenn der bei dir einbricht und der hat zum Beispiel keine Waffe und du erschießt ihn, dann ist wieder unverhältnismäßig und bli und bla und blub. Sondern da muss er schon mindestens ein Messer dabei haben. Dann darfst du den erst legal erschießen. Aber ja, gut, dann schieße ich ihm halt den Fuß und dann kriegt er Schadensersatz von mir. Aber dann weiß er halt, okay, wenn er nochmal einbricht bei mir, dann ist er halt wahrscheinlich tot. Dankeschön, Jesus Christus, für die 5 Euro. Schreibt True Crime mit deinem Herzen. Es freut mich, dass es dir gefällt. Es freut mich sehr. Wenn er beim Fenster ist, abschießen. Ja, oder Pfefferspray raus oder so, ne? Ich habe auch gesehen, es gibt jetzt so eine Art, sowas wie Pfefferspray, aber mit Farbe. Und das machst du in öffentlichen Bereichen, da trägst du es bei dir. Und wenn du irgendwie attackiert bist, dann kannst du den ansprühen und dann hat er Farbe im Gesicht und die ist sehr schwer runterzukriegen und dann kann ihn die Polizei verfolgen. Aber natürlich ist es da auch mitten in der Nacht halt unnötig. Ihre Eltern wissen, dass sie jetzt handeln müssen. Und alarmieren am nächsten Morgen die Polizei. Ein Polizist kommt zum Haus, hört sich alles an und untersucht die Umgebung. Er entdeckt Fußabdrücke unter den Badezimmerfenstern und Morgens Schlafzimmerfenster. Der Beamte erklärt, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Abdrücke nehmen oder Beweise sammeln darf, da es sich laut Gesetz von Colorado nur um ein Vergehen wegen Hausfriedensbruch handelt und noch kein Stalking-Fall vorliegt. Er darf die Fußabdrücke nicht mitnehmen? Okay, dann gehe ich mit einer Schaufel hin und Minecraft-mäßig nehme ich mir einen Block raus und bewahre den Fußabdruck bei mir auf. Dafür müssten die Vorkommnisse über einen längeren Zeitraum bestehen. Morgens Vater macht daher selbst Fotos von den Abdrücken. Der Polizist äußert aber auch die Vermutung, dass es sich um jemanden aus der Nachbarschaft handeln könnte. Denn das würde erklären, woher der Stalker immer weiß, wann Morgan nach Hause kommt und so schnell vor Ort ist. Er empfiehlt den Ingrams, die Nachbarn nicht darauf anzusprechen, da sich der Unbekannte so weiter in Sicherheit wiegt und die Wahrscheinlichkeit höher ist, ihn zu erwischen. Das ist ein sauschönes Haus und eine sauschöne Garage. Noch an diesem Tag installiert Morgens Vater einen Bewegungsalarm draußen, der laute Geräusche macht, wenn sich jemand dem Haus nähert. In dieser Nacht bleibt es ruhig. Morgen schläft weiter im Kleiderschrank ihrer Eltern und duscht in ihrem Badezimmer.
Am 10. August wird etwas gegen das Fenster des begehbaren Schranks geworfen, in dem Morgan schläft. In dem begehbaren Kleiderschrank ist auch ein Fenster. Sie ist völlig verzweifelt, da sie sich nun dort auch nicht mehr sicher fühlen kann. Die Familie beschließt, leiser zu sprechen, um nicht belauscht zu werden, da sie vermuten, dass der Stalker von draußen gehört hat, wie Morgens Mutter ihrem Schrank Gute Nacht gesagt hat. Morgan beschließt, zukünftig nur noch per SMS mit ihren Eltern zu kommunizieren, damit der Stalker nicht weiß, in welchem Raum sie sich aufhält. Am 12. August kaufen sie weitere Bewegungsmelder und Alarmanlagen, um das Haus komplett abzudecken. Am 15. August bestellen sie neue Vorhänge für alle Fenster, damit niemand... Ich würde noch was machen. Diese Knallfrösche, oder die du auf den Boden wirfst, oder irgendwie sowas ähnliches, einfach auf den Boden verstreuen. In der Nacht, der sieht das nicht, oder am besten noch so schwarz einfärben oder grün einfärben, dann verstreust du das und dann kommt er so, dann nähert er sich deinem Haus und da BAM! Auf einmal explodiert es unter seinem Fuß. Nach Wanzen schauen, ja, es ist halt das Ding, aber er war wahrscheinlich noch nicht im Haus und wenn er im Haus war, Bro, wenn du verwanzt bist, das ist nicht gut. Niemand mehr hineinschauen kann. Steve kleidet sich an diesem Abend ganz in schwarz und versteckt sich in einem Busch hinter dem Haus. Er hofft, den Stalker zu überraschen. Nach einiger Zeit bemerkt er ein kleines rotes Licht, das sich bewegt und schließlich verschwindet. Sie vermuten, dass es sich um das Licht einer Nachtsichtbrille handeln könnte. Das würde erklären, wie sich der Stalker so gezielt im Dunkeln bewegen kann. Am 16. August 2011 feiert Morgan ihren 20. Geburtstag. Trotz der Ereignisse der letzten Tage versucht sie, sich an diesem Tag abzulenken und Spaß zu haben. Ihr Vater bereitet ihr zum Frühstück French Toast zu und später besucht sie Freunde. Während Morgan unterwegs ist, verstecken sich ihr Vater und ihr älterer Bruder Ryan, der gerade zu Besuch ist, draußen in der Nähe des Hauses. Okay, dritte Technik von mir. Ich kaufe mir eine fette Taschenlampe und dann, sobald ich den wieder sehe, leuchte ich den fett an und er erblindet. Ha. Als Morgan nach Hause kommt, bemerken sie, dass ihr aus der Ferne wieder ein kleines rotes Licht zu folgen scheint. Sie sind sich nun sicher, dass der Stalker aus der Nachbarschaft stammt, da er sonst nicht so schnell reagieren könnte. Ihnen gelingt es aber leider nicht, ihn zu überführen. Am Nachmittag des 17. August beginnen Morgans Eltern mit einer Liste von Verdächtigen. Sie schreiben jede einzelne Person in der Nachbarschaft auf einen Notizblock, einschließlich der Leute, die auf der Ranch hinter ihnen wohnen. Steve beschließt, jedes Mal, wenn etwas passiert, in seinen Wagen zu steigen und durch die Nachbarschaft zu fahren, um zu sehen, wessen Auto in der Einfahrt steht und wer weg ist. Ja. Einige der Nachbarn sind Teilzeitbewohner mit Ferienhäusern, die sie schnell ausschließen können, da sie bei den meisten Vorfällen nicht in der Gegend waren. Morgan schläft immer noch im Kleiderschrank ihrer Eltern, außer wenn sie bei Freunden übernachtet. Ihre Schwester, ihre Freunde und andere Familienmitglieder haben ihr angeboten, sie bei sich aufzunehmen. Aber Morgan weigert sich. Sie will ihren Welpen nicht zurücklassen, kein Semester verpassen und vor allem nicht zulassen, dass der Stalker sie dazu bringt, ihr Leben zu verändern. Sie denkt, wenn sie geht, gewinnt er. Lichtstrahle komplett um das Haus, die Bewegung alles in Tageslicht verwandeln, das wäre auch smart. Weil irgendwann einmal, weißt du, das Ding ist halt auch, ich frage mich halt, wie viel das kostet. Und ich weiß auch nicht, wie legal das alles ist und sowas. Das wäre mir in dem Fall wurscht. Das ist so creepy, wird nicht mehr ohne Begleitung raus, aber die gehen mit dem Ganzen echt smart nach. Ich denke mal eh auch, du wirst ja nicht nur das Gefühl zu Hause haben, dass du verfolgt wirst, sondern auch überall. Du weißt ja nicht, wer das ist oder ob das irgendein Kollege von dir ist und dies und das und jenes, sondern du wirst es überall haben. Und gerade wenn du zu Hause ankommst, dann weißt du, irgendwo da draußen schaut mir gerade jemand zu und weiß, dass ich hier bin. Am 18. August hat die Familie ihre Liste von Personen in und um die Nachbarschaft vervollständigt und kommt auf 55 Verdächtige. Oh, das ist ein bisschen Morgan viel. Will sich nicht daran beteiligen, die Liste durchzugehen, da es zu beunruhigend für sie ist. Das Beste, was du machen könntest, das wäre zwar mega der Arschmove, aber sobald der wieder am Start ist, läufst du zu all diesen Häusern und klingelst. Und dann schaust du, wer rauskommt. Und dann weißt du, okay, bei dem Haus, da kommt die Maria raus, da kommt der Bernhard raus und sowas. Dann gehst du den ganzen Leuten zwar auf den Sack, aber dann weißt du, okay, der und der und der ist es nicht. Da kannst du schon mal Leute wegstreichen. Sie will einfach nur, dass das alles endlich vorbei ist. Aber dann weißt du doch die Nachbarschaft. Es gibt zwei Häuser in der Gegend, die leer stehen. Morgens Eltern überprüfen die Häuser gründlich, um sicherzustellen, dass sich dort niemand einquartiert hat.
Steve bringt in den nächsten Tagen zahlreiche weitere Bewegungsmelder im Haus an. Es bricht ihm das Herz, seine geliebte Tochter so verängstigt zu sehen. Am liebsten würde er mehr für sie tun und sie besser schützen, aber ihm fällt nichts ein, was er noch tun kann. In den letzten Tagen haben Morgans Eltern immer wieder bei der Polizei angerufen. Sie teilen dem Sheriff jeden einzelnen Stalking-Vorfall mit, in der Hoffnung, dass endlich ernsthafte Ermittlungen eingeleitet werden. Die Polizei schickt jedes Mal eine Streife vorbei, die die Gegend um das Haus der Ingrams und die Nachbarschaft abgeht oder abfährt. Doch vom Stalker fehlt jede Spur. Auch das spricht dafür, dass er aus der direkten Nachbarschaft stammt und daher immer schnell in sein Haus verschwinden kann. Morgans Eltern tun alles, was ihnen möglich ist, um ihre Tochter so gut es geht zu beschützen. Tony nimmt Morgan, wenn sie nach Hause kommt, immer mit Pfefferspray in der Einfahrt in Empfang. Morgan selbst verlässt das Haus nicht mehr ohne Pfefferspray. Als bald darauf das Schloss ihrer Eingangstür aufgrund des Alters kaputt geht, entscheiden sie sich dazu, ein Zahlenschloss anzubringen, das laut piept, wenn man auf die Tasten drückt. Eines Nachts werden sie davon geweckt. Steve rennt sofort raus, doch er kann niemanden sehen. Daraufhin fährt er mit dem Auto durch die Nachbarschaft und notiert alle Autos, die in den Einfahrten stehen und wo das Licht brennt. Die Bewegungsmelder gehen die nächsten Nächte immer wieder an und es werden erneut Steine an die Fenster geworfen. Okay, das ist irgendein... Ist es ein Rentier oder so? Den Ingrams ist keine ruhige Nacht vergönnt. Wenige Tage später geht plötzlich das Schloss ihrer Hintertür kaputt. Und sie sind sich nicht sicher, ob es ein Zufall ist oder ob der Stalker dafür verantwortlich ist. Ich glaube, es ist ein Zufall. Steve versetzt das Schloss noch am gleichen Tag. Am 25. August gehen die Bewegungsmelder in der Nacht wieder an und Steine werden an die Fenster geworfen, sodass morgens Mutter nicht mehr schlafen kann und um 4.30 Uhr aufsteht und sich aufs Sofa setzt. Nur wenige Minuten später sieht sie plötzlich durch die gläserne Haustür einen Mann in einem Hoodie. Er geht zur Tür und bleibt davor stehen. Als er sie durch das Glas bemerkt, rennt er schnell weg. Bruder, bist du deppert. Vor allem das Ding ist halt, okay, ich denke gerade eben drüber nach, da gab es einmal eine Story, da ist sowas Ähnliches passiert. Noini, dankeschön für den Prime Sub. Und da war eine Familie, die hat ein Haus gekauft, irgendwo in, ich weiß es nicht mehr, irgendwo in den USA. Und die haben für dieses Haus einen Wett, also so ein Bidding-Competition quasi gemacht, was der eine bietet so viel, der andere bietet so viel. Und irgendwann mal, ich glaube, das war generell so ein zwangsversteigertes Haus oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann nach ein paar Monaten haben sie einfach Gerüchte über sich gehört. Gerüchte über sich selber und Drohungen und kaputte Sachen beim Haus und dies und das und jenes und überall, ihr ganzes Leben wurde einfach ruiniert von irgendeiner Person. Und diese Person war der zweithöchste Bieter, weil die wollte, das war irgendeine Frau, und die wollte, dass sie das Haus wieder verkaufen und dass sie dann das Haus günstiger abkaufen kann oder irgendwie sowas. Und da wurde so ein krasser Sachschaden ausfindig gemacht, den die dann natürlich hat ersetzen müssen und die ist dann sowieso in den Knast gegangen und bla bla bla, aber unfassbar. Einfach nur, weil die das Haus nicht bekommen hat, hat die eine gesamte Familie über Monate, wenn nicht Jahre terrorisiert, im eigenen Ermessen so, weil die halt das Haus haben wollte. Tony ruft Steve und sie laufen ihm hinterher, können ihn aber nicht mehr finden. Es ist das erste Mal, dass sie den Stalker gesehen haben. Morgens Vater bringt am 29. August eine Überwachungskamera. Es gelingt ihnen schließlich, eine Aufnahme von dem Mann zu machen, den sie für den Stalker halten. In der Nacht ist die Polizei auch vor Ort und geht die Nachbarschaft ab. Es ist halt die Frage. Du kannst halt kaum was erkennen. Also ein Hoodie, okay, er ist weiß. Ich gehe davon aus, er ist weiß, weil das sieht aus wie eine weiße Hand. Vielleicht hat er auch einen Handschuh an, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er das nicht hat. Und das ist... Ja, das sieht jetzt mehr aus wie ein Hoodie, den er sich so drüber gezogen hat. Oder? Weil ich meine, hier, das ist eine andere Farbe als hier, sein Nacken. Und das sind auch keine Haare, die er hier hat. Zumindest sieht es nicht so aus. Oder vielleicht hat er Haare, aber die sind blond oder so. Ja, ich weiß es nicht. Maybe ist es einfach eine Maske. Auf der Kamera sieht man, wie sich der Stalker bei Steves Auto versteckt und weggeht, als die Polizisten zur Patrouille aufbrechen. Als Morgans Eltern später die Aufnahmen ansehen, sind sie schockiert. Sie reichen die Aufnahmen an die Polizei weiter. Ein Nachbar, dem sie die Bilder zeigen, sagt, dass ihn die Statur des Mannes an einen anderen Nachbarn erinnert. Keen van Ginkel, der erst vor kurzem ein paar Häuser weiter eingezogen ist. Keen wohnt mit seiner Freundin Brooke Harris und ihrem Vater James Harris zusammen. Die Ingrams kennen Brooke, da sie glauben, dass sie 2 Monate zuvor das Auto von Morgans Vater Steve mit ihrem Schlüssel zerkratzt hat, nachdem Morgan es sich ausgeliehen hatte.
Brooke streitet das ab und es kann ihr nicht nachgewiesen werden, aber dennoch erweckt sie den Eindruck, irgendein Problem mit Morgan zu haben. Sie konfrontieren Keen und er gibt an, nichts mit dem Stalking zu tun zu haben. Okay, wenn er es ist, dann ist es schon extrem, ein extremes Warnsignal für ihn. Wenn sie zu ihm persönlich kommen und sagen, schau mal, wir glauben, du bist das. Wir haben dir dieses Bild von dir oder wir glauben zumindest, dass du das bist. Okay, aber dann könnten sie auch den Fußabdruck nehmen, dann wissen sie, okay, ob das ungefähr seine Schuhgröße ist, vielleicht hat er die Schuhe irgendwo versteckt und bla bla. Sie könnten sich anhand von diesem Bild, könnte sich da einer hinstellen, ungefähr an die Stelle, und dann kannst du das abmessen, okay, wie groß ist der ungefähr, ist das ungefähr die Größe von dem Typen und bla bla. Plus, wenn die ihn nicht mehr erwischt haben, als der da weggelaufen ist, dann wird das wahrscheinlich kein alter Mensch sein, sondern dann wird das halt jemand sein, der halt weglaufen kann und so weiter und so fort. Das könnte darauf den hinweisen. Und da die Polizei noch nicht begonnen hat zu ermitteln, wird er auch nicht weiter befragt. Oder so. In den nächsten Wochen und Monaten wird Morgans Stalking immer schlimmer und regelmäßiger. Ihre Eltern melden jeden Vorfall der Polizei. Wenn die Beamten zu ihrem Haus kommen, fehlt von dem Stalker jede Spur. Aber kaum sind sie einige Minuten weg, reagieren wieder die Bewegungsmelder und der Alarm geht los. Och, es scheint fast so, als würde der Stalker Morgan verhöhnen wollen. Die 20-Jährige leidet immer mehr. Sie hat keinen Appetit mehr und schläft kaum noch. Ihre Mutter geht mit ihr zum Friseur, um sie aufzuheitern. Danach entsteht dieses Foto. Darauf sieht man Morgan, wie sie lächelt. Aber man kann auch erkennen, dass sie abgenommen hat und erschöpft wirkt. Ja. Sie verpasst mittlerweile sogar die meisten ihrer Ballettstunden. Das Hobby, das ihr einst so viel Kraft gegeben hat, ist mittlerweile zu anstrengend und kräftezehrend für sie geworden. Ohne Scheiß, ich wär nur noch im Panikmodus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn jemand so krass abfuckt. Nachdem Morgan 55 Tage lang gestalkt wurde und ihre Eltern über 50 Mal die Polizei angerufen haben, eröffnet die Polizei endlich einen offiziellen Stalking-Fall und listet die Ereignisse als Straftatbestand. Servus, Depresso. Mehrere. Ah, okay, nur 2 Monate lang am Stück gestalkt werden, jeden einzelnen Tag, und dann ist es Stalking. Beamte beginnen. Davor ist halt einfach nur Hausfrieden zu ermitteln. Sie führen einige Befragungen durch und überwachen oft nachts das Haus der Ingrams, sodass Morgan teilweise sogar wieder in ihrem eigenen Bett schläft. Sie möchte sich nicht unterkriegen lassen. In ihrem letzten Post auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: Ich liebe das Leben. Morgans Familie und die Polizei hoffen auf Fortschritte in den nächsten Wochen und darauf, dass das Stalking endlich ein Ende findet. Aber ihnen läuft die Zeit davon. Am 29. November kommt der Sheriff zu den Ingrams und sagt, dass er befürchtet, dass das Stalking eskalieren könnte. Er kündigt an, extra Streifen zu schicken, die das Haus überwachen sollen. Wie kommt er drauf? Da die Streifenpolizisten in den nächsten Stunden aber sehr oft die Alarmanlage des Hauses, die auf Bewegung reagiert, auslösen, sind Morgans Eltern gezwungen, die Alarmanlage zu deaktivieren. Tony und Steve bezeichnen das rückblickend als ihren größten Fehler. Denn damit haben sie dem Stalker selbst den Weg freigemacht. Nicht einmal 2 Tage später ist Morgan Ingram tot. Bist du deppert? Also wurde sie von einem Stalker getötet? 100%. 100%. Aber wenn das der Typ gewesen wäre, wegen einem zerkratzten Auto, ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass es er war, ne? Weil das wäre schon ein krasses Motiv. Nachdem sie lange mit ihrem Vater geredet hat, schläft Morgan am Abend des 1. Dezember in ihrem Bett ein. Die letzten Tage haben sie ausgelockt und Morgan... Imagine, du schläfst hier drinnen und da hast du 2 Fenster, an denen einfach jemand klopfen kann, an denen jemand reinkommen kann und sowas. Na, ich scheiß mich an. Hofft in der Nacht etwas Erholung zu bekommen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Am nächsten Morgen finden ihre Eltern die 20-Jährige leblos auf. Aufgrund der letzten Monate haben sie keinen Zweifel daran, dass ihr Stalker sie umgebracht hat. Der Rechtsmediziner Dr. Kurtzman hingegen kommt zu einem anderen Ergebnis. Suizid. Morgan soll das Stalking nicht mehr ertragen und sich das Leben genommen haben. Ja, nach 8 Monaten kommt er drauf. Eine ne? Theorie, die für Morgans Eltern völlig unmöglich erscheint. Und sie haben auch gute Gründe dafür. Als Morgan tot aufgefunden wird, trägt sie Jeans, ein Shirt und Socken. Kleidung, die sie normalerweise zum Rausgehen und nicht zum Schlafen trägt. Es sind auch nicht die Sachen, die sie am Abend zuvor anhatte. Besonders seltsam finden ihre Eltern, dass der Knopf und der Reißverschluss ihrer Hose offen sind. Sie gehen davon aus, dass ihre Tochter missbraucht wurde. Mhm. Als man sie findet, liegen ihre Finger in einer ungewöhnlichen Position. An einer Hand liegt der Daumen an Zeige- und Mittelfinger. An der anderen steckt der Daumen zwischen den Fingern.
Zunächst können sich Steve und Tony keinen Reim darauf machen. Erst später wird ihnen ein Tipp gegeben, was es damit auf sich haben könnte. Ist es ein Zeichen oder was? Ihre Bettwäsche und ihr Schlafanzug, den sie noch Stunden zuvor anhatte, sind verschwunden und werden nie gefunden. Auch ihr Schmuck ist weg. Ihr Welpe und ihre Katze, die sich normalerweise nicht vertragen, werden zusammen im Badezimmer gefunden. Das Licht im Bad brennt und beide Tiere sitzen zitternd und offenbar unter Schock in einer Ecke. Oh mein Gott. Es ist die Frage, hat sie einfach geschlafen und er hat sie angezogen? Na, sie ist wahrscheinlich nach Hause gekommen. Ich verstehe das nicht ganz. Sie war zu Hause, sie hat gesagt, gute Nacht, ich gehe schlafen. Dann ist sie schlafen gegangen und dann wurde sie in Jeans aufgefunden. So viel zu Suizid, ja, safe. Morgen hätte die Tiere niemals zusammen in einen Raum und schon gar nicht in ihrem kleinen Bad eingesperrt. Daher sind ihre Eltern überzeugt, dass der Stalker sie dort eingesperrt hat, damit sie ihn nicht stören oder Alarm schlagen. Morgens Handy wird unter der Badezimmertür gefunden, was ebenfalls sehr seltsam erscheint. Ihre Eltern sagen, dass es ausgesehen habe, als sei Morgan angegriffen worden. Ihr Hals war lila, als sei sie gewürgt worden und an ihrer Stirn war Blut. Ihre Nase habe ausgesehen, als hätte sie jemand zertrümmert. Ihre Lippen seien geschwollen gewesen und Blut sei aus ihrem Mund gelaufen. Das finde ich nämlich interessant, dass sie komplett umgezogen wurde. Nicht nur komplett umgezogen wurde, sondern er hat die Jeans offen gelassen. Das heißt, er hat sich, wer auch immer sie getötet hat, ist eingebrochen, hat sie komplett umgezogen, nachdem er sie getötet hat, und hat sich aber nicht die Mühe gegeben, einfach den Knopf von der Hose zuzumachen. Der weiß ja, ich habe die seit 2 Monaten gestalkt und er hat die Ruhe in dem Haus, wo ihre Eltern sind, wo sie voller Paranoia unterwegs sind, einfach zu chillen und sie noch umzuziehen und dies und das und jenes. Er hat safe ihre Schlafsachen als Trophäe mitgenommen. Das ist eine gute Frage, ob die da noch sind. Trotzdem steht davon nichts im abschließenden Bericht der Gerichtsmedizin. Stattdessen heißt es, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt. Okay. Die Eltern glauben, dass das ein grober Fehler ist. Sie denken auch, dass die Ärzte oder Ermittler versucht haben, Beweise zu verändern. Als sie ihre Tochter gefunden haben, sind ihre Augen offen und schwarz gewesen. Außerdem hat einer der Sanitäter oder Polizisten viele Kleidungsstücke von ihr auf ihr Bett geworfen. Obwohl sie den Beamten gesagt haben, dass sie Morgan dort gefunden haben, bevor sie sie auf den Boden legten, um mit der Reanimation zu beginnen. Das Bett hätte ihrer Meinung nach abgesperrt werden müssen, um Spuren zu sichern und nicht noch zusätzlich verändert werden dürfen. Die Eltern bezeichnen die Ermittler in einem Interview als inkompetent. Sie sagen aber auch, dass sie glauben, dass das meiste nicht böswillig passiert ist. Um dennoch Licht ins Dunkle zu bringen und die Wahrheit zu erfahren, kontaktieren sie 27 Experten, die sich mit dem Fall befassen. Einer von ihnen ist Dr. Michael J. Dobberson, ein hochrangiger Gerichtsmediziner im Ruhestand, der die Autopsieergebnisse in Frage stellt. Ja, das schaut wichtig aus. Morgan hat eine tödliche Dosis Amitriptylin im Blut, ein Wirkstoff in Antidepressiva, der auch angstlösend und schmerzlindernd wirkt. Eine normale Dosis im Blut liegt zwischen 50 und 250 Nanogramm pro Milliliter. Eine Überdosis besteht ab 500. Morgan hatte fast 8000 Nanogramm pro Milliliter in ihrem Blut. Außerdem wird eine hohe... Das würde die Augen erklären, wahrscheinlich. ...hohe Dosis an Flexeril in ihrem Magen gefunden. Ein Beruhigungsmittel und Muskelrelaxan, das oft als Vergewaltigungsdroge missbraucht wird. Oh mein Gott. Das Medikament ist erst in ihrem Magen, noch nicht im Blut angekommen. Was darauf hindeutet, dass ihr erst nach ihrem Tod verabreicht wurde. Aha. Für Morgans Eltern ein klares Zeichen dafür, dass eine andere Person involviert gewesen sein muss. Ob sie missbraucht wurde, weiß man leider nicht, da sie bei ihrer Obduktion nie darauf untersucht wurde. Morgan hatte einen Alarmknopf an ihrem Bett, der... Aber wie gibt's das, dass sie nie untersucht wurde? Gerade wenn ich weiß, okay, ich habe, keine Ahnung, 55 Fälle von Stalking von einem 20-jährigen Mädchen, 19-20-jährigen Mädchen, und da ist jemand eingebrochen und die Hose von ihr war offen. Yo, by the way, wir sollten sie nicht untersuchen, ob da irgendwas passiert ist oder nicht. Was ist denn mit ihr passiert? Sie wurde einfach obduziert und dann wurde sie halt begraben oder so. Das heißt, man kann einfach nicht mehr irgendwie nachschauen, ob da irgendwelche DNA-Stränge oder sowas halt an ihr dran sind. Los geht, wenn sie ihn drückt. Nach ihrem Tod finden die Ermittler den Knopf abgerissen in einer Ecke des Zimmers unter Kleidungsstück. Ah ja. Als die Polizei am Tatort eintrifft, will sie den CO2-Gehalt messen.
Die Familie hat im Wäscheraum neben Morgans Zimmer ein Messgerät. Morgans Vater misst damit und erhält sehr hohe Werte, was ein Anzeichen für Chloroform sein könnte. Obwohl nirgends Chloroform gefunden wird und es auch nicht in den offiziellen Berichten erwähnt wird, denken die Eltern, dass Morgan damit betäubt wurde. Alle Familienmitglieder waren am Abend vor Morgans Tod zwischen 18 und 20 Uhr unterwegs. Sie denken, dass der Stalker in dieser Zeit ins Haus eingedrungen ist und den Panikknopf abgerissen hat. Vielleicht hielt er sich im Haus versteckt, bis alle geschlafen haben. Oh mein Ihre Gott. Eltern glauben, dass der Täter sie zunächst mit Chloroform betäubt, ihr dann die tödliche Dosis Amitriptylin gespritzt und sie dann vergewaltigt hat. Anschließend hat er ihr das Muskelrelaxan gegeben und ihr andere Kleidung angezogen, um es wie ein Suizid aussehen zu lassen. Aber was bringt denn das Muskelrelaxan? Die Decke und den Pyjama hat er mitgenommen, weil da möglicherweise Spuren drauf waren. Eventuell sogar Sperma, das ihn überführen würde. Ein Experte fragt Morgans Eltern, ob ihre Tochter Zeichensprache beherrscht hat. Sie hatte sie sich tatsächlich mal selbst beigebracht. Der Experte findet die Haltung ihrer Finger auffällig und sagt, sie zeigt damit ein K und ein N. Als sie das hören, sind Morgans Eltern davon überzeugt, dass sie damit ein Zeichen geben wollte, das auf den Täter hindeutet. Sie sind sich sicher, dass ihre Tochter mit dem K und N ihrer Finger auf Keenan hinweisen wollte. Aber dann ist halt die Frage... Wenn er sie angezogen hat, wenn er sie umgezogen hat und sowas, dann ist sie gestorben, während sie das so gemacht hat. Ich weiß nicht, wie sie gemacht hat, irgendwie so. So, dann hat er ihr das Muskelrelaxan gegeben, um sie vielleicht irgendwie einfacher bewegen zu können oder so, ich weiß nicht genau. Und dann hat er sie umgezogen und bla bla bla. Und dann hat er sie wieder hingelegt. Als ob dann nicht in der Zwischenzeit quasi ihre Finger irgendwie anders verrutscht wären oder so. Er hat am Abend ihres Todes frei, obwohl er sonst immer zu dieser Zeit gearbeitet hat. Der Sheriff konfrontiert ihn damit, dass ihm der Mann auf den Überwachungsaufnahmen sehr ähnlich sieht. Auf einem Facebook-Bild trägt Keen sogar das gleiche Shirt wie der Stalker auf der Überwachungsaufnahme. Auch das Auto auf den Aufnahmen sieht aus wie seines. Es gibt auch ein Video, in dem der Stalker in diesem Auto und Morgans Einfahrt wendet. Doch Keen bestreitet alles. Er behauptet nie bei ihrem Haus gewesen. Warum sollte er in der Einfahrt wenden, wenn das ganze Ding aufgebaut ist wie die Grove Street? Habe ich da jetzt wieder ein Bild? Nein, natürlich nicht. Wurscht, es geht hier so und dann geht es hier einmal so im Kreis. Da könnte er hier im Kreis fahren, stattdessen fährt er hier rein und dreht dann so um. Wesen zu sein, Morgan kaum gekannt zu haben und sie nur einmal kurz gesehen und Hallo gesagt zu haben. Ah, ja. Er erwähnt, dass Brooke gesagt hat, sie könne Morgan nicht leiden. Der Polizist scheint davon nicht allzu überzeugt zu sein. Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Befragung. Oder der Stalker hat eine falsche Spur gelegt. Das könnte auch sein. Es könnte auch sein, dass es jemand aus der Nachbarschaft war, der mitbekommen hat, dass dieser Keenan verdächtigt wird. Dann hat er dieses K und dieses N gemacht, nachdem er sie quasi bewegt hat. Ne? Und jetzt ist das größte Zeichen für diesen Keenan. Der Polizist fragt ihn, was könnte der Grund dafür sein, dass es dein Zwilling getan hat? Weißt du, was ich meine? Keenan antwortet, ich weiß nicht. Das ist der Part, der mich frustriert, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass du der Typ in dem Video bist. Und du sagst nichts, hey, ich war da und wollte nur mit ihr reden oder so. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum ich dorthin gegangen sein könnte, ist der, dass irgendetwas draußen gewesen ist, was ich wichtig und interessant gefunden hätte. Aber ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich wirklich nicht, jemals in ihre Einfahrt gegangen zu sein. Ah, nicht evil, dankeschön. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass du irgendwie weißt, was passiert ist, okay? Du weißt, was bei dieser ganzen Sache passiert ist und die Wahrheit wird eines Tages rauskommen. Ich weiß es wirklich nicht und ich wüsste keinen Grund, warum ich irgendetwas verheimlichen sollte. Meiner Meinung nach habe ich nichts getan. Meiner Meinung nach habe ich nichts getan. Naja, der wird ja irgendein Alibi für irgendeine von diesen Tagen gehabt haben, oder nicht? Ich meine, die haben ja auch dokumentiert. Bis heute überhaupt? Die haben ja auch dokumentiert, yo, am 4.9. ist da jemand eingebrochen. Am 8.9. hat da jemand Steine gegen das Fenster geworfen und bla bla bla. An irgendeiner von diesen Tagen. Da soll er sagen, ja okay, gib's mir die Liste und ich schaue, ob ich da irgendwas ausfindig machen kann. Schaut's mal, da habe ich Playstation gespielt, schaut's mal, da habe ich gestreamt, schaut's mal, da habe ich gerade Fortnite Battle Royale gewonnen. Behauptet Keen unschuldig zu sein. Man kann ihm die Tat nie nachweisen. Starke Meinung. Er wird nie verhaftet und auch nie offiziell als Verdächtiger bezeichnet. Morgans Eltern bleiben dennoch bei der Meinung, dass er ihre Tochter getötet hat. Unter Tränen sagt Morgans Mutter, und die sitzen da und erzählen uns, dass sie Suizid begangen hat, mit all den Beweisen, die dagegen sprechen. Es ist einfach nur verrückt.
Die Polizei sagt, dass keiner der Vorwürfe begründet sei und dass man weiter von einem Suizid ausgehe. Morgens Eltern haben einen Blog erstellt, wo sie den Fall und die Stalking-Timeline detailliert wiedergeben. Falls ihr euch dafür interessiert, die Seiten sind in der Infobox verlinkt. Dort könnt ihr auf hunderten Seiten ganz genau nachlesen, wie sich Morgans Stalking nach und nach weiter zugespitzt hat. Außerdem machen Tony und Steve auf den Seiten darauf aufmerksam, wie schwierig es ist, Hilfe von den Behörden zu bekommen, wenn es um Stalking geht. Sie finden es fürchterlich, wie in Morgans Fall mit ihnen umgegangen wurde und wie lange es gedauert hat, bis die Polizei endlich angefangen hat zu ermitteln. Sie schreiben: Stellen Sie sich vor, Sie werden einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen, beispielsweise wegen einer vermuteten Geschwindigkeitsüberschreitung. Ihre Zulassung und Ihr Führerschein werden überprüft, Ihr Nummernschild wird per Computer überprüft. Während der Kontrolle werden Sie auf Haftbefehle überprüft und Sie könnten gleich an Ort und Stelle verhaftet, in Handschellen abgeführt und direkt ins Gefängnis gebracht werden. Für etwas, das der Beamte bei all diesen Ermittlungen herausgefunden hat. Wie ist es möglich, dass all dies bei einer alltäglichen Verkehrskontrolle geschieht? Während der erste Versuch, einen Stalker zu fassen, darin besteht, 15 Minuten oder eine halbe Stunde nach ihrem Anruf zu erscheinen, um die Anzeige zu erstatten und zu hoffen, dass der Stalker immer noch in der Nähe ist und darauf wartet, gefasst zu werden. Ohne Spaß. Der wird sich auch gedacht haben, holy shit, ich meine, der hat die Polizei gesehen und alles. Der hat auch darauf gewartet, bis die Polizei wegfährt und dass er dann kurz darauf auch wieder anklopft oder an, bis die Steine, Steine wirft oder so. Das ist verrückt, weil der wird ja auch gezählt haben, keine Ahnung, mit seinem Nachtsichtgerät oder sowas, so, yo, okay, da sind 4 Polizisten, die steigen aus, jetzt sind 4 Polizisten wieder im Wagen und jetzt fahren die wieder. Weil ich habe mir auch gedacht, du könntest es auch einfach so machen, dass du dann sagst, ja, okay, 2 Polizisten kommen, oder 2 wäre zu auffällig, aber 4 Polizisten steigen aus, gehen zum Haus, einer bleibt beim Haus oder im Haus oder so und der bleibt dann einfach eine halbe Stunde, der ist dann ready to rumble. Und sobald er wieder anklopft, läuft der Polizist raus und, keine Ahnung, schießt auf ihn oder so. Ich sehe fucking Texas oder irgendwo. Morgens Eltern hoffen bis heute, dass der Fall neu aufgerollt wird. Auf die Frage, was er am meisten an Morgan vermisst, sagt ihr Vater weinend: Sie war immer so positiv. Sie hatte eine großartige Sicht aufs Leben. Wahnsinn. Ihre Mutter fügt unter Tränen hinzu: Ich vermisse einfach alles an ihr. Sie war so eine wundervolle, wundervolle Tochter. Die Leute sagen, dass ich drüber hinwegkommen muss. Aber du kommst niemals darüber hinweg. Bis zu dem Tag, an dem du stirbst. Morgens Mutter appelliert abschließend an die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass es da draußen Leute gibt, die wissen, was passiert ist. Bitte meldet euch. Bitte sagt etwas, auch wenn es nur ein paar Informationen sind. Es kann helfen. Wir brauchen Antworten. Warum, das waren doch die Nachbarn? Glaubst du, die Nachbarn haben das... Die werden das ja safe mitbekommen haben, dass da irgendein Typ draußen ist oder dass da vielleicht irgendjemand schreit bei den Nachbarn oder so, weil er sich erschreckt oder sonst was. Dass die dann nicht auch irgendwie Überwachungskameras angebracht hätten. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Morgens Tod ist wirklich tragisch. Durch die ausführlichen Schilderungen, wie sich das Stalking immer weiter verschlimmert hat, kann man sich vielleicht ansatzweise ausmalen, welche Ängste Morgan gehabt und wie hilflos sie sich gefühlt haben muss. Ich wünsche mir für die Eltern, dass der Fall eines Tages doch noch gelöst werden kann. Glaubt ihr, dass Keen für ihren Tod verantwortlich ist und Morgan durch die Position ihrer Finger ein letztes Zeichen hinterlassen wollte? Gutes Video. Ich glaube nicht, dass es mit den Händen ein Zeichen ist, sondern ich glaube, dass es mehr random war. Weil wenn, dann hat er sie ja eh vorher bewegt und dann sind die Finger irgendwie durcheinander gekommen oder es wäre ihm irgendwie aufgefallen, dass sie da irgendwas gemacht hat und dann hat er die Finger irgendwie vielleicht anders oder er kann selber Zeichensprache und er wollte ein falsches Zeichen legen. Vielleicht war es der Keen, vielleicht war es aber auch nicht der Keen, weil er hätte nicht so ein großes Motiv dafür. Ich meine natürlich, keiner anderer hätte ein großes Motiv dafür, aber es könnte auch irgendein Obsessed-Typ gewesen sein. Oder er wurde einfach vom Motiv Menschen zum Obsessed-Stalker und wollte sie dann einfach töten oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also absolut verrückt, dass der nie geschnappt wurde, dass man immer noch nicht weiß, wer das ist, aber vielleicht kommt irgendwann einmal eine Person raus, die sagt, ja, ich war da mit involviert oder ich kenne den oder ich weiß nicht, hat irgendeine Art von, oder hat bei ihm ein Nachtsichtgerät gefunden oder sowas, I don't know.